Heute plagen wir uns mal mit Allergie und Insektenstichen. Ralf hat gerade lecker gekocht oder angebraten, kurz gebratenes mit Champignons, war sehr, sehr lecker, aber ihm tränen die Augen, sodass wir gar nicht unser allabendliches Rummikub-Spielen veranstalten können, sondern euch stattdessen beglücken. Hoffentlich beglücken. Ja. Denn, ja, genau. In 100 Jahren wird man sich noch an unsere Dialogen erfreuen, nehme ich mal an, wenn die Kinder und Enkel mal wissen wollen, wie es uns so tagtäglich ergangen ist, dann könnte das eine schöne Fundgrube sein und vielleicht für andere Zeitgenossen oder spätere Zeitgenossinnen und Genossen auch. Ja, das Wort Genosse stößt bei mir gerade ein bisschen komisch auf, aber Mitmenschen, sagen wir es einfach mal so. Wir haben einen wunderschönen Tag mit unserem jüngsten Enkel verbracht. Da vergeht die Zeit wirklich wie im Flug und mit so viel Freude und so viel Energie, dass Ralf ganz erstaunt ist, wie gut ich damit zurechtkomme, wo ich sonst mich immer nur von Stunde zu Stunde durch den Tag gehangelt habe. Das erfreut mich doch total sehr, dass die Enkelkinder offensichtlich so ganz toll auf die Gesundheit auch einwirken. Also bei der Barbara, ich fühle mich natürlich auch glücklich und zufrieden, weil wir so einen ganz lieben Enkel, aber die sagen wahrscheinlich alle Omas, so einen ganz lieben Enkel haben, der doch wirklich, ja, das Herz erfreut. Das, ne? Herz erfreut, genau. Ja, ja. Morgen ist dann der dritte Enkeltag und dann erstmal wieder eine Pause. Mal sehen, wie uns das dann bekömmt. Ja, genau. Aber wir sind ja heute früh schon auch sehr, also ich jedenfalls, sehr zufrieden und glücklich aufgewacht. Wir hatten auch einen ganz tollen Abend davor mit allem, was dazugehört, auch in unserem gesegneten Alter. Da kann man so viel Glück und ja auch Zufriedenheit erfahren und Liebe miteinander genießen. Ne? Genau, das ist schön gesagt, was du sagst. Liebe miteinander genießen. Ja, da wurde sogar unsere Hausmaus eifersüchtig, neidisch anscheinend. Die fingen dann mitternachts an rumzuschrappen. Und wir haben sie leider nicht davon, nicht weglocken können. Die flitzte dann heute Mittag immer noch rum. Wir haben zwar hier so eine Lebendfalle stehen mit Sarotti-Schokolade, sowas Dekadenten. Aber eine Maus, die hatte das gemocht und das scheint aber eine Maus mit einem anderen Geschmack zu sein. Die braucht vielleicht Käse oder was Herzhaftes. Und dann mal sehen. Dann haben wir aber nachgelesen, das wusste ich auch noch nicht. Dass Mäuse genauso einen Geruchssinn haben wie die, also genauso guten Geruchssinn haben wie die Hunde. Und dass die, wenn du sie nur 100 Meter weiter aussetzt, dann finden die auch wieder zurück, wo sie sich wohlfühlen. Bei uns scheinen sie sich ja wohl zu fühlen, in der Folie und Wärme. Das betrachten die wahrscheinlich jetzt als ihr Mauseloch. Holiday, ja. The Holiday, genau. Und heute war die zweite, das war wohl nicht die gleiche. Ich hatte die erste weggebracht, das war so eine ganz kleine, wie so eine kleine Spitzmaus. Die sah wirklich niedlich aus, aber heute die dicke da, die wir gesehen haben. Die war vielleicht sogar hochschwanger. Hm? Da haben wir auch schon gedacht, dass wir da ja ganz viele Mäuse hier beherbergen. Naja, also die Frage, das mit der Katze zu klären, das steht weiter im Raum. Vielleicht gehen wir morgen mal ins Tierheim, auch mit unserem kleinen Enkel. Der hat dann auch noch Freude, selbst wenn wir keine holen. Aber, ja. Und dann können wir mal testen, wer auf wen wie allergisch reagiert. Also das ist auch noch eine offen gebliebene Frage, wie sich sowas vielleicht gesundheitlich dann oder auf unsere Beziehung auswirkt. Ja, aber gesundheitlich wäre natürlich auch, du bist jetzt gerade so gesundheitlich gut drauf, wäre natürlich dann schade, wenn die Katze dann wieder Stress verursacht und einen Rückschritt, ne? Rückschritt. Genau. Also im Moment kannst du doch ganz zufrieden sein. Also und ich bin es ja auch, weil es ja uns auch beide betrifft. Ja, naja, nun naht übermorgen der Tag des Rheumatologen. Der soll dann auch noch ein bisschen Aufschluss geben.
Und vielleicht, naja, Weichenstellen. Ne? Weichenstellen, genau. Ja. Also ich bin jetzt so kein Freund von, weder von ständiger Schmerzmitteleinnahme noch von, aus der Erfahrung mit diesen Biologicals, dass mir das was bringt, also mehr Angst und Bedenken als Gutes, wobei ich schon auch die Vermutung habe, dass es sehr viel Energie raubt, wenn dass das Rheuma aktiv bleiben sollte. Also nicht im Schub, sondern so im alltäglichen Wetterumschwung und als Stressindikator. Da bin ich höchstens noch nicht mal halb in meiner Energie. Aber ich finde schon, dass du zumindest, du sagtest mir ja, ich habe es ja gar nicht so besprochen, mal vor einer Woche oder so, dass du dich auch ausgebremst fühlst durch das Rheuma, ja, dass du da morgens nicht rauskommst und so weiter und so fort. Und das habe ich jetzt nicht gefühlt. Da merkt man doch, ja, dass oft die Medikamente, ist immer wieder beim Thema, drehen uns im Kreis, aber ich muss es doch nochmal sagen, dass nicht die Medikamente, sondern überhaupt so das Menschliche, wenn da so ein kleiner Kerl ist, ja, dem du dich so ganz widmen kannst, das ist schon anstrengungsfrei, ja, vor allem. Anstrengungsfrei kannst du und dich dem widmen. Erwartungsfrei. Ja, ja, und das bekommt ja auch noch gut. Obwohl, das ist ja auch nicht ohne, den ganzen Tag, den da. Ja, aber es reguliert sich sehr angenehm. Ne? Er hat Ruhephasen, da kann man wieder ein bisschen auftanken und er fordert jetzt auch so nicht, sondern man kann ihm begleiten oder einfach nur zuschauen und in der Nähe sein. Ja, wir hatten dann auch den kleinen Mittagsschlaf. Ich finde das dann immer so süß, da liegt er dann in der Mitte. Wir singen dann auch noch so ein Liedchen oder irgendwann schläft er ein, ja, wie so ein kleines Christuskind. Da liegt er da so die Ärmchen so rausgestreckt. Das hat mich schon berührt, als ich da aufwachte irgendwie. Ja, ja, da so, wirklich so selig, so in selig sich ruhend. In sich ruhend. Ja, ja. Das ist schon was, doch was sehr Schönes. Also das trägt schon sehr auch zu unserem Wohlbefinden bei. Ja, ich denke, das war auch für uns ein ganz großer Glücksfall, dass der Kleine noch auf die Welt kam. Mit dem hat die Familie selber ja jetzt nicht so gerechnet. Aber für uns ist es ein enormer Glücksfall, ne? Dass doch, sie von Anfang an dabei waren, die Schwangerschaft mit erlebt haben die Wochen. Geburt. Und ja, und da merkt man auch, wie sie sich so entwickelt in den 3 Jahren. Am Anfang eben so ein kleines Baby, was man noch so hochwirbeln konnte. Letztes Jahr, da musstest du noch ein bisschen mehr auf ihn aufpassen, dass er nicht alle Schubladen aufgerissen hat. Ja, dass er oder sich er ist nicht gefährdet im Garten, sich selber gefährdet. Und jetzt ist er aber auch so ein richtig ganz liebes Gärtchen. Macht eigentlich keinen Unsinn, oder? Nee, man kann, also er versteht er schon möchte sehr schon, verständlich. Er braucht Aufmerksamkeit, ja, ne? Das schon. Ja. Aber ganz verschmitzt. Dann, wenn man Fotos schaut, dann erkennt er auch so die Fotos von der Familie und dann steigert er sich so in den verschiedensten Freudentönen über seine Eltern und Geschwister, dass er die dann wieder erkennt. Da spürt man wirklich so Herzensverbundenheit auch. Ja, sowas Unbefangenes, so eine unbefangene Freude, wie man sie sonst noch selten miterleben kann. Ja, ja. Bei den Älteren sieht das dann schon anders aus. Da ja. Die rangeln um die Vormachtstellung oder um das, was sie dürfen oder was sie wann dürfen. Und jeder so auf seine Art. Ja, der eine hatte sich jetzt so Edelschuhe gekauft von so einer Edelmarke, die gerade angesagt ist. Dann hat er festgestellt, dass die nicht passen. Dass sie gar nicht so gut sich laufen lassen. Und ne? Barbara wollte die schon zurückbringen, aber es ging dann wirklich nicht mehr. Hatte, weil sie schon einen Tag anhatte. Und, ja, dumm gelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Des Wortes. Aber so, so sind sie halt. Genau. Ja, das können wir so mit einem schmunzelnden Auge beobachten und mit einem wissenden, aber können uns auch zurückhalten. Also es darf auch jeder seine Fehler selber machen.
Und ja, wir hoffen, dass wir da noch auch ein Stück weit so den Alltag mittragen können. Jawohl, und das ist das Schlusswort. Und ich sage schon mal Baba, macht's gut, bis morgen. Tschüss. Und die Spannung bleibt. Tschüss.